Tach, Kinders, da bin ich wieder, euer Löwe. Heute zeige ich euch mal meinen What's on my phone Tag. Das haben jetzt schon so viele Leute gemacht. Dagi, KF und jetzt kommt noch der Line, damit ihr mal seht, was ich so auf meinem Handy habe. Viel Spaß. Fangen wir mal an. Ich habe ein ganz normales iPhone 5, was schon hier an den Seiten, das fuckt mich nämlich beim iPhone 5 total ab, dass der Lack hier an den Seiten so schnell abgeht. Aber ist ja scheißegal, wir wollen ja nur sehen, was auf meinem Handy ist. Guckt mal hier, wie das schon kaputt da ist. iPhone 5, 16 GB haben die meisten, habe ich auch und wir fangen mal an. Ich habe einen ganz normalen grünen Hintergrund, wie ihr sehen könnt. Der ist direkt da bei Apple mit drinne in den Hintergrundbildern und natürlich beim Entsperren habe ich einen Sicherheitscode drinne. Zack. Wisst ihr auch warum? Wenn mir das Handy verloren geht, kann da keiner an meine privaten Sachen. Und das ist natürlich ziemlich scheiße, wenn irgendeiner an eure privaten Sachen auf einmal kann und euch damit dann kaputt machen kann. Bilder ins Internet posten kann, irgendwelche Sachen über eure Facebook- und E-Mail-Sachen schreiben. Und das ist nicht so schön. Also gebe ich den Code jetzt mal ein, ohne dass ihr das seht. So. Dann sind wir schon auf der Startseite und auf der Startseite habe ich als erstes Nachrichten. 32 ungelesene, kennt ihr ja. Nachrichten ist SMS. Kalender, Foto, AskFM, das ist aber keine App, das ist, habe ich über Safari auf die Home-Seite gebracht, weil es leider für Apple keine AskFM-App gibt. Das finde ich ziemlich scheiße und das geht mir auch ziemlich auf den Sack. Kamera, Videos, da blablabla. Die erste Seite halt iTunes, immer schön Musik legal downloaden. App Store, wo man sich die Apps holen kann, für die Leute, die nun Samsung Galaxy oder so haben und noch nicht genau wissen, wie es bei Apple abgeht. Musik ist der iPod natürlich und iMovie. Damit mache ich immer meine Vlog-Kanäle. Die kann ich mir dann immer hier zack, kann ich drauf gehen. Ja, dann kann man die hier so bearbeiten, bla bla, brauche ich jetzt nicht zeigen, könnt ihr euch dann downloaden. Ist echt sehr gut um für Vlog-Kanäle. Also wenn man einen Vlog-Kanal hat und dann ist, glaube ich, iMovie das Beste, weil die iPhone 5 Kamera hat schon so eine gute Kamera vorne und auch hinten, dass man damit schon gut Vlogs machen kann, die man dann schnell und zügig noch unterwegs bearbeiten kann. Dann sind wir auf der nächsten Seite. Da haben wir einmal Einstellungen, damit kannst du halt alles einstellen, wisst ihr aber auch, glaube ich. Dienstprogramme, da drin ist Kontakte, Rechner, Kompass, Sprachmemos und Mail. Bei Mail hat man dann halt, kann man direkt seine E-Mail-Adresse eingeben und kann man dann auch direkt E-Mails mit dem Handy schreiben. Ist das nicht schön? Facebook-App kennt jeder von euch, hat jeder von euch und die Seiten-Messenger-App. Damit kann man seine Seiten, bei denen man administriert ist, über Facebook verwalten. Heißt hier zum Beispiel meine Line-Seite, dann gehe ich nach oben auf meine Line-Seite und dann kann ich direkt sehen, wie viele Nachrichten ich oben habe, wie viele Leute mich geliked haben und was Neues passiert. Und dann kann man natürlich auch direkt Nachrichten hier beantworten. Habe ich natürlich 100 Millionen von Nachrichten jetzt, die ich aber nicht beantworten werde, weil ich jetzt gerade das Video hier mache. Ich kann auch auf KF-Seite gehen, weil ich da auch Admin bin und ich kann noch auf Dagi-Seite gehen, weil ich da auch Admin bin. Und das ist halt cool, weil man kann mehrere Seiten verwalten und kann halt schnell Nachrichten schreiben, wenn man auch unterwegs ist und so kann man immer schön mit der Seite, weil über die Seite mache ich ja das meiste, über mein Privatprofil mache ich ja eigentlich nicht mehr so viel. So. Och, dein Foto ist auf der beliebten Seite gelandet. Bei Instagram ist gerade mein Foto auf der beliebten Seite gelandet. Ist das nicht schön? Cool. Dann sind wir hier bei Messenger. Das ist halt für die Facebook-Privatseite, wo man halt dann nur Nachrichten mitschreiben kann und Nachrichten verwalten kann. Chrome benutze ich meistens dann, wenn Safari abkackt. Ist halt Google Chrome fürs iPhone. Kennt ihr ja bestimmt von eurem Rechner. Ist halt ein Internetbrowser. Hat jeder von euch. TV Movie benutze ich eigentlich 50% am Tag, um zu gucken, was Schönes im Fernsehen läuft. Da kannst du halt dann direkt sehen, kannst auch schon auf heute, weil ich habe jetzt heute drin, da kann ich sogar morgen, Donnerstag, bla bla bla. Das ist eigentlich wie, sag schon, wie eine Fernsehzeitschrift für dein Handy. Super geil, kannst du direkt sehen. Was kommt denn heute überhaupt so Schönes? Gehen wir mal auf heute. Um Sender, 20.15 Uhr, kommt das total verrückte Wochenende auf Sat.1. Da schalten wir doch mal rein, oder? Scheiß drauf. Postbank, damit kann ich dann halt immer online gucken, wie viel Geld ich noch drauf habe und wie viel Geld ich nicht drauf habe. Hier kann man App-Banking machen, damit kannst du sogar überweisen, alles. Man kann heutzutage alles mit dem Smartphone machen. So, YouTube habe ich natürlich auch, um immer die Startseite zu checken, was gibt's Neues. Ich bin ja aber nie angemeldet, weil ich will mir immer die richtige Startseite angucken. Und die kannst du halt nur sehen, wenn du nicht angemeldet bist. Und dann zum Beispiel ist Gronkh jetzt ganz oben auf der Startseite. Und kannst du halt immer schön gucken. Und du kannst ja auch halt
selber hier anmelden und dann selber Nachrichten verschicken. Und du kannst halt deine ganzen YouTube-Sachen checken. Ja. Dann kommen wir natürlich zu meiner intelligentesten und tollsten App. Das ist die Bild-App. Da kann ich immer die wichtigsten und tollsten Nachrichten sehen, die momentan abgehen. Wie ihr wisst, ist ja momentan in Boston so ein Anschlag gewesen. Und da ist jetzt, glaube ich, gerade viel unterwegs. Also labern sie viel drüber. Ist auch mies. Aber an sich ist die Bild-App natürlich katastrophal und meistens steht hier nur Scheiße. Und unten gibt es dann immer so ein Bild-Girl. Dann kannst du immer so schütteln und dann zieht die immer mehr ein Teil aus. Zack, zack. Oh, jetzt ist sie schon im BH. Zack, aber die machen sich nie ganz nackt. Das ist eigentlich voll die Scheiß-App, weil, egal. Tiny Chat habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Ich habe es mir nur mal runtergeladen, weil ich gucken wollte, ob es funktioniert. Ich werde es jetzt auch mal bald ausprobieren, ob es dann auch wirklich klappt. Das ist halt Tiny Chat, wisst ihr bestimmt, ist ein Chat, wo man halt mit Leuten über Webcam chatten kann, mindestens 8 oder 12 zusammen in einem Raum. Nostalgio, damit kann man mehrere Bilder, zack, jetzt habe ich hier gerade den Array, die Dagi und irgendwie meine Instagram-Seite oder so, kann man mit mehrere Bilder zu einem verfügen. Heißt, du kannst einfach drei, vier Bilder nehmen und die zu einem Bild machen. Ist immer gut für so eine Collage, wenn man jetzt irgendwie was zeigen will, wo man gerade ist, was man da gerade ist und wie man gerade steht, kann man das direkt vereinen. Super App. Ich weiß nicht, ob die kostenpflichtig ist oder nicht, aber ich glaube, die ist kostenpflichtig. App Store, da kannst du sehen, ups, ein bisschen nass geworden gerade. Beim App Store kannst du sehen, was Apple für neue Klamotten hat. Da gehst du empfohlen und dann siehst du direkt, ah, es gibt ein neues iPhone, ah, es gibt ein neues MacBook, ah, ah, ah. Also es ist der Online-Store von Apple fürs iPhone. Ja, dann sind wir bei Akinator. Kennt ihr bestimmt, ist so ein Ratespiel, da drückst du auf Spielen und dann soll der dein Gegenüber sich oder du dir selber eine Person im Kopf ausdenken und der Akinator bekommt es durch Fragestellen heraus, an welche Person du gerade gedacht hast. Woo, und da bin sogar ich auch schon drin. Woo, Haft-Sounds, auch sehr geil. Das ist von Haftbefehl eine App, da kannst du, sind halt die coolsten Sprüche von Haft, die man dann einfach drücken kann. Hier zum Beispiel Chabos. Chabos wissen, wer der Babo ist. Die ist sehr geil, ne? Fick die Musik, es wird weiter Kokain gedealt. Die Knarre, sie glänzt, das Messer, es glänzt. Guck, frisch aus dem Berber, die Fresse, sie glänzt. Waschnittlauch kommt. Klar, mach nicht auf François, du bist nicht Buba, Bruder. Was willst du, Opfer? Aslak ist Rap, Cosa Nostra. Geil, geiler Typ, ich liebe den. Mion? Auch wieder so ein Spiel, was ich ab und zu mal spiele. Komm, halt mal die Fresse. So, muss man so per Spiegel und Balken und bla 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 immer diese Lichter treffen und das ist eigentlich ein Scheißspiel. Ich kann es euch nicht empfehlen, weil ich bin nach dem 8. oder 9. Level schon nicht mehr weitergekommen. Sleepmaker. Ach, jetzt bin ich schon voll übersprungen hier, merke ich gerade. Sleepmaker, das benutze ich immer, wenn ich abends nicht einpennen kann. Kannst du dir einfach so, ich stehe voll drauf, wenn es einfach irgendwie Regensound abends ist. Kannst du einfach so einen schönen Regensound machen. Ist das nicht beruhigend? Ey, das ist mega beruhigend, Alter! Ja, ist aber auch nur für Leute, die drauf stehen, wenn es regnet und man dann besser einpennen kann. Puh, guckt euch den mal an, Alter. Der ist richtig im Sack, der Junge. Ich glaube, ich lösche die App bald. Alter, guckt euch das mal an. Ist halt so wie so ein Tamagotchi, aber ich habe lange keinen Bock mehr auf den, weil der langweilt mich auch ein bisschen. MyVideo-App, kann ich mir immer die Videos von MyVideo angucken. Kennt er bestimmt. Ey, was will der Puh jetzt von der Seite auf einmal? Verpiss dich mal, ich lösch dich eh. Ja, siehst halt immer TV-Filme. Kannst du immer schöne Sachen auf MyVideo gucken. MyVideo kennt jeder von euch. Lieferheld natürlich, sehr wichtig. Der zeigt mir direkt immer die wichtigsten Restaurants und die beliebtesten Restaurants in meiner Gegend an. Und dann kann ich mir direkt was bestellen. Alle Restaurants hier, guck mal, das sind die Restaurants in meiner Nähe, ja, lecker, 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 ne? Lieferheld, natürlich habe ich dann auch Lieferservice, weil vielleicht zeigt er mir bei Lieferheld manchmal Sachen nicht, ich will das natürlich wieder lecker Lieferdienst, ne? Powercam ist, hat so Effekte, um Bilder zu bearbeiten, hier seht ihr euch gerade. Ist halt so, du kannst halt immer, du hast so Effekte, was du machen kannst. Das switchst du einfach und dann hast du halt so Effekte, die du auf dein Bild ballern kannst. Direkt mit Foto zusammen. Bam, 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 bam. Ist, glaube ich, auch kostenlos und ist eine super App für Fotomacherei. Snapseed ist eine sehr geile App. Da sieht er mich gerade.
kann man schön immer Fotos bearbeiten, so mit so Retro-Looks und was weiß ich. Also, das hat eigentlich alles. Hier kannst du das verschwommen machen. Ist auch halt wieder so ein. Ist auch kostenlos. Holt euch das, das ist fett. Vier Bilder, ein Wort. So, jetzt machen wir es wie beim Kai. Spielen. Was ist das für ein Wort? Ich weiß es nicht. Ich komme gerade nicht weiter. Sagt es mir. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Dann auch noch Icomania. Oder das ist auch nochmal. Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist das für ein TV-Filme-Gedöns? Braba. Ich finde es aber nicht heraus. Sagt es mir, wenn ihr es wisst. Facetune habe ich auch so. Da kannst du die Augenränder schön wegmachen. Wenn du ein bisschen Schnörres hast, kannst du den wegmachen. Und dann siehst du auf einmal gut aus. Komisch. Ist halt so. Facetune ist fürs Gesicht halt so eine App. Da kannst du halt die Augenränder wegmachen. Kannst deine Augen ein bisschen aufhellen. Alles mit, so ein bisschen Photoshop-like. Und wonach ich sehr süchtig bin in letzter Zeit, ist Bubble Blitz. Bubble Blitz. Wenn ihr das bei Facebook habt, edit mich irgendwie und schenkt mir Energie. Das Dumme ist nämlich bei dem Spiel, du hast immer nur 5 Energie und du musst sie immer wieder gewinnen. Oder wenn, dann musst du die so arschlochmäßig für 2,80 Euro kaufen. Warum lädt das jetzt überhaupt so lang? Hier. Ach, guck mal, hier habe ich schon wieder was bekommen. Vom Dani Runke, von irgendeiner anderen und nochmal vom Dani Runke. Halt mal die Klappe mit der Musik. Ja, ist Bubble Shoot. Mäßig halt, ne? Geht's auf, das heißt nur Bubble Blitz. Geht's auf Spielen. Jetzt habe ich 6 Leben, glücklicherweise. Und dann musst du halt die Dinger in einer Minute, heißt 60 Sekunden, hinkriegen. Ich kann jetzt nicht gerade so gut gucken, deswegen, ihr wisst das Spiel, wie das Spiel. Ja, jetzt weiß ich, jetzt habe ich wegen euch schon einen Energie verbraucht. Nur für dieses Video. Danke, Leute, danke. Dann, Run Sheldon ist auch lustig. Ist so eine Schildkröte, die dann immer durch die Gegend rennt, wo man dann so hochhüpfen muss. So, und dann kommt Münzen und die Münzen musst du sammeln. Und mit den Münzen kannst du dir dann immer so extra Sachen für das Run kaufen. Welchem Spiel ähnelt das? Ich weiß gerade nicht. Irgendeinem anderen hier auf jeden Fall. Da, guck mal, wie geil ist das denn bitte? Oh, siehste? Jetzt bin ich wegen euch wieder. Danke, Leute. Und Özil. Wo ist Özil? Das ist auch lustig, das Spiel. Du musst hier und dann musst du immer raten, da kommen dann einfach mehrere Smileys und du musst immer raten, wo der Özil ist. Das ist lustig. Und Özil ist halt der mit den Glubschaugen. Da zum Beispiel, bam, da ist er und immer so weiter. Und du hast auch irgendwie nur eine geringe Zeit, aber immer wenn du den Özil findest, kannst du neue Zeit gewinnen. Super Spiel. Ich glaube, das war's auch schon. Ach, natürlich, hier unten, Instagram, wichtigste des Lebens, da bin ich. Da ist die Dagi im Winde. Instagram kennt ihr alle, hat tolle Effekte, kann man, tolle, warte, ich poste jetzt einfach mal ein Bild von der Kamera und frag, was mache ich gerade? Zack, fokussieren natürlich, zack, tun wir drauf, tun wir Maya Far, ja, Amaro, Maya Far, ne, ich tu gerne Dings, Sierra finde ich immer cool, Willow ist auch cool, ach, sind eigentlich alle. Ich mach mal Sutro. Ne, Urbert. Und jetzt schreibe ich mal. Was mache ich gerade? So, was mache ich gerade? Zack. Batz, Fotos drauf. Ihr wart da live dabei. Hammer. WhatsApp. Kennt jeder von euch? 5 Nachrichten gerade. WhatsApp ist einfach ein Kosten. Nee, kostet 79 Cent einmalig. Und du kannst halt mit allen deinen Kollegen über deine Handynummer, wenn sie auch WhatsApp haben, schreiben. Twitter natürlich, kennt jeder von euch, kann man immer schön rumzwitschern. Und ja, Safari eben. Wo, das ist der Internetbrowser von Apple. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr habt ein paar Anregungen. Ihr müsst euch auf jeden Fall Bubble Blitz holen. Nicht das hier, Bubble Blitz. Das müssen wir auf jeden Fall gegeneinander zocken. Wenn euch mein Video hier gefallen hat und ihr meine Fingernägel schön findet, dann gebt dem Daumen hoch bitte und wir sehen uns dann am Freitag zur Bravo-Analyse. What's on my phone tag?